Ein Traumtag für den Berliner Tennis- und Tischtennisclub Grün-Weiß. Ob klein oder groß, Einzel- oder Doppel-Clubmeisterschaften oder Summer Open. Zum Saisonabschluss wird nochmals ganz groß aufgeschlagen. Natürlich ein sehr schöner Verein hier, macht einfach Spaß hier zu spielen. Publikum ist super, hat Spaß gemacht, die sind alle dabei und klatschen. Hierzu findet, wie es seit mehreren Jahren gute Tradition ist, auch der BTTC Junior Cup statt, der mittlerweile 2 Turniere pro Saison umfasst und viele bekannte Nachwuchsspielerinnen und Spieler auf die Anlage lockt. So auch Sophie Triegwart von den Zehlendorfer Wespen. Im U14-Mädchenfinale ist Triegwart eine Klasse für sich, gibt im gesamten Turnier keinen einzigen Satz ab und fertigt im Finale Lena Topel vom TC Blau-Weiß glatt mit 6:1 und 6:1 ab. Ich habe das Turnier auch gespielt, weil es ja das letzte vor der Rangliste. Und also ich finde es gut, dass ich jetzt 35 Punkte nochmal bekommen habe. Deswegen bedeutet mir das eigentlich viel. LK-Punkte gibt es auch für Wladimir Bilecki vom TK Blau-Gold Steglitz, der sich gegen seinen Vereinskameraden Ramon oder was mit 6:4 und 6:3 durchsetzt. Wir haben schon mehrmals gegeneinander gespielt, so Trainingsmatches und so Turniermatches. Und ja, das ist halt so ein bisschen anders, um mit so einem Teamkameraden zu spielen. Im Anschluss geht es bei den Summer Open sportlich weiter. Gerade für neue Mitglieder ist dieses Turnier ein idealer Einstieg, um schnell und unkompliziert neue Spielpartner zu finden und Kontakte zu knüpfen. Insbesondere das abwechslungsreiche Teilnehmerfeld mit Mannschaftsspielern, Jugendlichen und Breitensportlern sorgt bei allen für große Freude. Natürlich werden bei jedem Match Sport, Spaß und Spannung geboten. Wir spielen schon viele Jahre zusammen und haben immer Spaß miteinander und ärgern uns nie und streiten uns nicht. Und nun haben wir endlich mal ein Finale gewonnen. Doch das Highlight der Sommersaison ist das Damen-Clubmeisterschaften-Endspiel. Das Finale. Hier stehen sich Maria Bredelow und Marlene Melchior gegenüber. Bredelow beherrscht ihre Teamkameradin nach Belieben und besiegt Melchior in 2 Sätzen jeweils mit 6:2. Und somit heißt es für die Siegerin, aller guten Dinge sind 3, denn mit diesem Triumph ist sie zum 3. Mal in Folge BTTC Clubmeisterin. Herzlichen Glückwunsch. Das Finale war für mich so besonders, weil ich gegen Marlene einmal gespielt habe und sie ist eine sehr gute Freundin von mir. Trainieren auch zusammen und daher hat es auch sehr viel Spaß gemacht und auch da meine Freundin und Familie da war und die mich auch unterstützt haben. Mit der Siegerehrung geht der Tennissommer beim Berliner Tennis- und Tischtennisclub Grün-Weiß und damit auch die Freiluftsaison so langsam zu Ende. Ob klein oder groß, Einzel- oder Doppel-Clubmeisterschaften oder Summer Open, auf der Anlage des Vereins wurde nochmals ganz groß aufgeschlagen.